О, еще и детей притащили. Каким на карте. Филипп, ты привет, док, не найдешь его крикнуть. Или пока сделал. Ты его снял? Чем сын? Любишь? Я, да. Филипп, а сын не фонит? Abteilung! Er müsste jetzt nicht vorne, sondern hinten wieder spielen. Das ist die gesamte Zeit. Ich sehe ihn in der Mitte. Da in der Mitte dritte von der. Von der und der Einmarsch der Ehrenkommission. Sie setzt sich zusammen aus dem Herzen Sigurd Koblenz unter Führung von Herrn Kaufmann Wolfgang Dietrich, dem Ehrenführer, Leutnant Patrick Hahn von der 1. Kompanie, den Fahnenabordnungen, bestehend aus jeweils einem Fahnenträger und zwei Fahnenbegleitoffizieren der Batterie, sowie dem Ehrenzug des Waffenaufsichtsbeamten. Das Servus-Musikor spielt zum Einmarsch im Regimentsbuch von Heinrich Steinbeck aus dem 1920er Jahr. Thank you.
Piloten und schwören, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Sie tun dies heute an einem ganz besonderen Ort. Hier in Germersheim, hier im Stadtpark Fronte Lamotte. Die Mauern um uns herum sind Teil der Festung. Und dieser Ort hat uns etwas zu sagen. Etwas zu sagen für die heutige Zeit, aber auch zu dem heutigen Anlass. Germersheim. Das Heeresmusikkonkurrenz spielt nun das altindische Danklied »Wir treten zu Wegen«. Rekrutinnen und Rekruten des Luftwaffenausbildungsbataillons und des ABC-Abwehrbataillons. Ich fordere Sie nunmehr auf, Ihren Eid zu leisten bzw. das feierliche Gelöbnis anzunehmen. Soldatinnen und Soldaten auf Zeit, sprechen Sie mir zur Vereidigung nach. Ich, dass Sie sich mit dem Ablegen des Dienstheils und des feierlichen Gelöbnisses dazu bekannt haben, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen, und bereit sind, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Ich beglückwünsche Sie zu dieser Ihrer bewussten Entscheidung. Ich heiße die mir angehörigen Anteile der Luftwaffe traditionsgemäß im Team Luftwaffe herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft und alles erdenklich Gute und Gottes Segen.
Es folgt die Bekräftigung des Reisekenntnisses mit Handschlag durch den Kommandeur des Zuhörers ausgerufen. Der ist da, ja. Nee, der Oli. Opa. Gleich Schritt! Mach! Das militärische Zeremoniell ist nach dem Fahnenausmarsch und der Meldung an den Kommandeur beendet. Meine Damen und Herren, dies beendet das feierliche Gelöbnis. Im Namen aller angetretenen Soldatinnen und Soldaten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine gute Heimreise. Der Kommandeur des Suffolk-Ausbildungsbataillons bittet nun die geladenen Gäste zum Empfang in das Bürgerhaus.